Guten Tag, meine Leseratten, und herzlich willkommen zum weiteren Buchtest auf dem Kanal. Wir schauen uns heute mal, wir haben jetzt schon aus der Wirtschaft ein Buch, also beziehungsweise aus dem finanziellen Wesen einen Ratgeber. Dann haben wir schon ein paar Medizinbücher und heute schauen wir uns ein Physikbuch an. Von einem der, ja, für mich mit größten Physiker unserer Zeit, also ich sag betont unserer Zeit, nämlich, er ist auch mittlerweile leider verstorben, rest in peace, Stephen Hawking. Und wir schauen uns heute ein ziemlich interessantes Buch noch dazu an, weil jeder, also jeder Physiker kennt, denke ich mal, Kurze Geschichte der Zeit. Ist ein Buch von Stephen Hawking, die Kurze Geschichte der Zeit. Aber hier stelle ich euch die illustrierte Kurze Geschichte der Zeit vor. Das heißt, wir haben einfach noch mehr Illustrationen, noch mehr Erklärungen zu den verschiedenen Themen. Wir haben Personenbilder, wir haben hier jetzt ein Bild, wie Licht nur in Paketen oder in Quanten vorkommt, in Wellenzügen mit einer Energie, die ihre Frequenz proportional ist. Also ja, halt um einfach zur bildlichen Darstellung nochmal verschiedene Illustrationen und deshalb eben auch die illustrierte Kurze Geschichte der Zeit. Finde ich ein super Buch. Ich habe noch nicht das Original gelesen, möchte ich auch lesen, aber ich war hiermit schon sehr zufrieden. Habe ich auch, ich habe früher immer unterschrieben, wenn ich die Bücher durchgelesen habe, 2016 durchgelesen. Also es hängt natürlich nicht mehr alles von dem Buch drin, aber viele grob physikalischen Themen werden hier relativ und ganz gut detailreich und auch sehr fachlich angegangen, was ich sehr gut finde. Und ja, so viel dazu. Wir schauen uns natürlich kurz mal den Rückseitentext an. Sonst Design finde ich auch sehr schön, schwarz gehalten. Dann haben wir hier schon eine sehr, ja, eine sehr schöne Illustration, die, finde ich, relativ tiefgründig ist und trotzdem so einfach. Wir haben ein Licht in der Mitte, seitlich dann so ein paar Sterne und außenrum einfach nur ganz viele Quadrate im Raum. Ja, finde ich sehr schön, finde ich sehr schön. Also Würfelformen sogar, genauer gesagt. So, es ist der Glaube an die Existenz der Weltformel, der die theoretische Physik beseelt. Der Spiegel 1999. Schönes Zitat. Ja, weil es ist eben die theoretische Physik versucht, mit einer Formel das komplette Universum zu beschreiben oder halt sogar Raum und Zeit in allen seinen Facetten. So, der Erfolg der Kurzen Geschichte der Zeit lässt darauf schließen, dass es ein weit verbreitetes Interesse an den Grundfragen unserer Existenz gibt. Die illustrierte Ausgabe enthält eine große Zahl von Abbildungen, die das Verständnis erleichtern sollen. Eben, deshalb bin ich auch ein so großer Fan von der Version. Selbst wenn Sie nur die Bilder und ihre Beschriftung betrachten, dürften Ihnen in groben Zügen klar werden, worum es geht. Stephen Hawking aus dem Vorwort der vorliegenden Ausgabe. Ah, interessant. Also Stephen Hawking hat auch aktiv da mitgewirkt. Sehr gut, finde ich sehr gut. Vom Rororo Verlag haben wir das Ganze. Und kann ich echt empfehlen. Also ich tue mal nur kurz durchblättern. Ihr habt echt zu verschiedensten Themen Illustrationen. Und ich, ja, ich finde es super. Ich fand es damals sehr interessant. Und ja, wir kommen noch kurz zu diesem Buch. Ist das Universum unendlich oder begrenzt? Oder endlich und unbegrenzt? Hat die Raumzeit einen Anfang, den Urknall? Wird ihre heutige Expansionsbewegung einmal zum Stillstand kommen, sodass sie wieder in sich zusammenstürzt? Liefe die Zeit dann rückwärts? Welchen Platz im Kosmos nehmen wir ein? Also ihr merkt schon, es sind sehr, sehr, sehr große und wichtige Fragen über unsere Existenz oder generell über das Universum, wo hier auch, ja, wo hier drauf eingegangen wird. Also unglaublich gut, wirklich. Ja, sehr gut. Wir kommen jetzt kurz zum Inhaltsverzeichnis noch. Schauen wir mal, was uns in diesem Buch genau erwartet. Wir haben einmal das Vorwort, ganz klassisch. Kapitel 1, unsere Vorstellung vom Universum. Ich glaube, da ging es darum, dass halt von damals von Kopernikus? Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, die ersten Vorstellungen, halt halbwegs realistischen Vorstellungen waren oder generell auch die verschiedenen Vorstellungen vom Universum oder unserem Sonnensystem durch verschiedene Zeitalter. Kapitel 2 haben wir Raum und Zeit. Da geht es um Raum und Zeit. Kapitel 3, das expandierende Universum. Also expandieren, also immer wieder stets wachsen, durchgehend in sehr schneller Geschwindigkeit. Kapitel 4, die Unschärferelation. Boah, sagt mir total was, aber ich hänge gerade auf dem Schlauch. Also ich könnte jetzt nicht wiedergeben, was die genau ist. Unschärferelation. Okay, sehr interessant. Kapitel 5, Elementarteilchen und Naturkräfte. Auch sehr interessant. Kapitel 6, schwarze Löcher. Einer so der Hype-Themen in der Physik oder in der Astronomie auch der letzten Jahre. Kapitel 7, schwarze Löcher sind gar nicht so schwarz. Auch sehr interessant. Da geht es auch vor allem um die Akkretionsscheibe. Entschuldigung für meine Denkstörung. Manche Wörter fallen mir da einfach nicht so ein. Beziehungsweise gibt es ja sogar Theorien über weiße Löcher, auch sehr interessant. Kapitel 8, Ursprung und Schicksal des Universums, auch unglaublich interessant. Kapitel 9, der Zeitpfeil, wird auch nochmal viel auf Zeit eingegangen. Kapitel 10, Wurmlöcher und Zeitreisen, schon Richtung Science Fiction, aber trotzdem auch, gehört zur Physik, sehr interessant. Kapitel 11, die Vereinheitlichung der Physik, da geht es eben um
um die Physik so gut wie möglich auf eine Einheit zu bringen, so wie es halt klingt, und Kapitel 12, der Schluss. Dann haben wir noch einen kurzen Text zu Albert Einstein, Galileo Galilei und Isaac Newton, auch drei sehr wichtige Personen der Physik und auch der Astronomie, also unglaublich. Und auch eben Isaac Newton nochmal in der praktischen Physik. Dann haben wir das Glossar, eine Dankesagung und das Register. Also ihr merkt schon, hier werden sehr coole Themen angesprochen und ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel Physikbücher gelesen. Jetzt kommen bald noch ein paar Bücher in Quantenphysik dran. Eigentlich wollte ich das alles vor, wenn ich gesund bin, aber ja, ich weiß nicht, wie lange das noch geht und mit was ich das am besten behandeln kann. Deshalb, ja, werde ich natürlich auch so noch andere Themen lesen. Ich hoffe, ich lebe dafür noch lang genug. Auf jeden Fall gibt es hier von mir als Buchnote eine 1. Das erste Buch mit einer 1, das hebt sich schon ein bisschen ab. Ich finde die Bilder sehr sinnvoll, sehr gut gelungen. Ich finde die Texte sehr fachkompetent. Also schon gut verständlich, aber auch wirklich sehr fachbezogen. Also Leute, die zum Beispiel gar kein Interesse an der Physik haben oder da keine Neugierde entwickelt haben, die werden damit jetzt nicht so viel anfangen können, finde ich. So wisst ihr, wie ich meine? Also es ist schon für Fachleute, für Leute, die Physik studieren, die Astronomie studieren, die meinetwegen sogar Astrologie studieren, obwohl ich da jetzt nicht so viel von halte, aber ja, oder astronomische Physik, oder ich weiß ja gar nicht genau, welche Unterstufen, welche Fächer es gibt. Aber von mir gibt es eine 1 für die illustrierte kurze Geschichte der Zeit. Ich finde es ein super gutes Buch und auch sehr, sehr, sehr interessant, auch Stephen Hawking seine Ansichten dazu sehen. Und ja, Leute, das war's mit dem Buch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt und wie ihr das findet. Würde mich interessieren. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder mal bei einem Medizinbuch. Bis dahin, immer schön gesund bleiben, immer schön happy bleiben und bis morgen, Leute. Ciao, ciao.